Twitch brannte und das für exakt 30 Stunden. Es hätte nicht mal mehr Feuerwehrmann Sam hinbekommen. Denn wer sich in den letzten Tagen im Internet aufgehalten hat, ist wohl kaum an dem Super-GAU von Richtlinien-Updates bei Twitch vorbeigekommen. Insgesamt wurden 4 grundlegende Dinge verboten. Zum einen Videowerbung während deinen Streams schalten. Heißt, du machst gerade Pause im Stream für 2 Minuten, willst währenddessen ein Video von deinem Sponsor abspielen. Das geht nicht, ja. Für mich ist kein Problem, mein Chat schaut immer Fingertips. Das ist wirklich wild. Das gleiche geht aber auch für Audio-Ads. Ich glaube, das ist mehr so für Podcasts geeignet, aber auch wenn ich im Stream im Hintergrund irgendeine Musik oder sowas laufen lasse, ne? Ich mache jetzt einfach aus Prinzip Werbung. Was da noch dazu kommt, ist, dass Werbebanner nicht mehr gestattet sind und diese kleinen Overlays, die du manchmal oben in der Ecke siehst, die dürfen nicht mehr als 3% Bildschirmgröße betragen. Das ist so viel. Oder so viel. Für den normalen Zuschauer ist es jetzt nicht so eine heftige Umstellung oder so. Aber viele Streamer dachten sich im ersten Moment, hey, fuck. Diese 4 Entscheidungen waren allerdings erst der Anfang einer Reihe von beschissenen Entscheidungen, die von Twitch getroffen wurden, die actually einer anderen Plattform den größten Push ihrer Geschichte verschafft haben. Und nein, es ist nicht Knuddels. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Ihr habt es richtig gehört. Heute geht's um heute haben wir wieder ein super Thema, ne? Endlich wieder. Es geht um Twitch. Ja, die Plattform, die gerade die gleiche Midlife-Crisis durchmacht, die Netflix, die immer wieder vergessen, Bruder, ihr seid kein Monopol mehr. Ich habe alle 5 Teile von den wilden Kerlen für 9 Euro auf Disney Plus gesehen. Was glaubt ihr von Account-Sharing? Das Einzige, was ich share, sind Abenteuer, Lust und Teamgeist. Dafür lege ich meine beiden Beine ins Feuer. Okay, pass auf. Wir wissen ja, Twitch ist jetzt nicht gerade die Plattform, die Angst davor hat, irgendwelche Creator abzuschrecken. Es ist ja tatsächlich seit 10 Tagen erst der 50-50-Split in Kraft. Sprich, jeder Umsatz, der über 100.000 Dollar generiert wird, wird nicht mehr mit 70% für den Streamer und 30% für Twitch, sondern jetzt mit 50-50 berechnet. Das Geile daran ist ja, Twitch hat einfach gesagt, nein, nein, pass auf, damit du das ganze verlorene Geld jetzt wieder zurückbekommst, musst du einfach sau viel Werbung schalten. Das ist offensichtlich nicht die Lösung. Ja, niemand von uns mag Werbung. Nicht mal die Streamer selber. Ich meine, aus welchem Grund soll ich die ganze Werbung schalten, sodass mir permanent Leute abspringen im Livestream? Es ergibt keinen Sinn, aber okay. Immerhin trifft es halt nur die größeren Streamer und du als kleiner, anstrebender Newcomer bist halt dann doch recht gut aufgehoben auf der Plattform, ne? Es war der 6.6.2023, also diese Woche Mittwoch. Und ganz ehrlich, da muss ich an der Stelle auch einmal sagen, ja. Es ist wieder Mittwoch. Twitter-Richtlinien-Update Punkt Nummer 12. Werbung. Twitch hat das exklusive Recht, die Twitch-Dienste zu monetarisieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das exklusive Recht, Werbung auf den Twitch-Diensten zu verkaufen, bereitzustellen und anzuzeigen. Dritten Werbenetzwerken ist es nicht gestattet, Werbung über die Twitch-Dienste zu schalten. Allerdings kannst du gemäß Abschnitt 9 oben angeführten Branded Content über die Twitch-Dienste veröffentlichen. Okay, das heißt, niemand darf Werbung auf Twitch schalten, außer man hält sich explizit an die im Punkt 9 angegebenen Branded Content Richtlinien. Punkt Nummer 9, Branded Content, let's go. Twitch erkennt an, dass einige Benutzer mit Marken zusammenarbeiten und möglicherweise Branded Content veröffentlichen. Wenn du dich jetzt dafür entscheiden tun solltest, Branded Content auf den Twitch-Diensten zu veröffentlichen, stimmst du der Verwendung des Branded Content Tools von Twitch zu, das den Zuschauern eine schriftliche Offenlegung bereitstellt, dass dein Livestream Branded Content enthält. Okay, also das heißt erstmal nichts anderes, als wenn du Werbung in deinem Livestream drin hast, dann muss das halt irgendwie gekennzeichnet werden. Genauso wie das auf YouTube ist. Da steht dann immer hier, Dings, Werbung drin und so. Es ist erstmal ganz gut, ja? Außer du hinterziehst Steuern. Aber da bist halt hier eh auch auf dem falschen Kanal. Gell, Marvin? Für eine geheime Briefkastenfirma braucht man aber auch das dazugehörige Bankkonto. Tja, das ist ja alles noch Gucci, ja? Aber das, was dann drunter steht, sind halt die Punkte, die wir uns am Anfang angeschaut haben. Das ist das, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Weißt du, Werbung in Form von Video, Audio, Werbebanner oder Displays, die größer als 3% Bildschirmgröße betragen. Das hat ein bisschen mit damit zu tun, weil Twitch stagniert sehr stark in den Zahlen. Corona war ein Glücksfall für Twitch, weil sehr viele Leute angefangen haben, Streams zu gucken auf Twitch. Aber es bleibt relativ konstant. Es ist kein Wachstum mehr zu sehen. Und jetzt versucht Twitch zu schauen, wo ist denn noch Geld zu holen. Das ist genau der Punkt, der halt auch große Streamer trifft. Und das gar nicht mal so leicht, ne? Aber vor allem trifft das die kleinen Creator. Weißt du, wenn ich vor einem Jahr, wo ich noch nicht von YouTube habe leben können, so keine Sponsoren gehabt hätte, dann wäre das gar nicht mal so einfach gewesen. Halt außer du hinterziehst Steuern. Der Punkt ist, du nimmst den kleinen Streamern Möglichkeiten aufzusteigen und den großen Streamern nimmst du halt das Geld. Außer du machst Placements mit sogenannten Subcodes. Und jetzt wird's so wild. Das ist wirklich wild. Die beste Idee aller Zeiten. Ja, pass auf, das Ding funktioniert so. Ein Subcode ist pretty much nichts anderes als eine Art von einer Firma Geld zu erhalten. Das heißt, wenn du ein Placement in deinem Stream machst, dann wirst du halt nicht mit
Geld bezahlt, sondern du sollst das Geld über Twitch bekommen. Und das funktioniert so. Du möchtest in deinem Stream Werbung für eine Firma machen, ne? Das heißt, du gehst hin und sagst, ey, oh, Firma, den und den Betrag. Sagen wir jetzt einmal 1000 Euro bekommst du dafür, dass du halt das im Stream erwähnst. So, bis dato konnte dir die Firma halt das Geld überweisen, aber jetzt ist es nicht mehr so, denn Twitch möchte, dass sich die Firma Subcodes kauft. Und als Entschädigung für deine Werbung giftet dir diese Firma die Subcodes. Das sind einfach nur Subs, also verschenkte Subs. Ja, der Catch bei der ganzen Geschichte, du hast ja einen 50-50-Split. Das heißt, du hast einen Sponsor-Deal mit einer Firma und diese Firma soll dich über Twitch-Subs bezahlen, von denen die Hälfte erstmal schön wieder zurück an Twitch gehen. Was? Das ist der Plan? Weißt du, zuerst vergrößerst du die Gewinnmarge von 30% auf 50%. Dann sagst du, yo, du darfst faktisch gar keine Werbung mehr schalten, außer du schaltest sie über uns und wir bekommen, naja, sag mal, die Hälfte, okay? Freundschaftspreis. Alter, was glaubst du, haben Leute Steine gegen Twitter geworfen? Und zuerst haben sie sich gedacht, yo, wir posten einfach ein kleines Statement. Was soll schon sein? Die heutige Aktualisierung der Richtlinien für Markeninhalte war zu weit gefasst. Dies hat zu Verwirrung und Frustration geführt, wofür wir uns entschuldigen. Wir beabsichtigen nicht, die Fähigkeit der Streamer einzuschränken, direkte Beziehungen zu Sponsoren aufzubauen. Und wir verstehen, dass dies ein wichtiger Teil der Einkommensgenerierung für Streamer ist. Wir möchten unsere bestehende Werberichtlinie klarstellen, die darauf abzielt, Drittanbieter Werbenetzwerken zu untersagen, eingebrannte Video- und Anzeigenwerbung auf Twitch zu verkaufen. Dies ist in Übereinstimmung mit anderen Diensten. Das ist genau das, was irgendwie jeder verstanden hat. Ich glaube, niemandem ist es darum gegangen, yo, 3% Bildschirmgröße, das ist mir zu ungenau. Und das mit der Übereinstimmung mit anderen Diensten heißt nichts anderes als, yo, andere machen es auch, deswegen YOLO. Und theoretisch stimmt das sogar, ne? YouTube hat tatsächlich auch so eine Richtlinie, wo drin steht, yo, wenn du Product Placements machst, auf die wir keinen Bock haben, so, dann können wir dich bannen. Der große Unterschied ist aber, dass Twitch sagt, yo, wir möchten, dass du das so machst und uns die Hälfte von deinem Sponsorengeld abgibst und YouTube ist das irgendwie egal. Lol. Und dann am 7.6., also original einen Tag später, hat Twitch gemerkt, dass sie absolute Scheiße gebaut haben und sind zurückgerudert. Sie haben geschrieben, gestern haben wir neue Richtlinien für Branded Content veröffentlicht, die sich negativ auf deine Möglichkeiten auswirken, mit Sponsoren zusammenzuarbeiten und dein Einkommen durch Streaming zu steigern. Diese Richtlinien sind sowohl für dich als auch für Twitch schlecht und wir entfernen sie umgehend. We messed up in the policy. So it's not saying that, oh, the problem was it was misinterpreted. It was interpreted much more broadly than what had been intended. But I don't think, to be clear, we were not saying that, oh, the problem was just the interpretation. We've been very clear. Our problem was what we put out there. It was very reasonable, I think, for people to interpret as they did. And that was our fault and a mistake. Also eins muss man Twitch lassen, ja, sie schaffen es wirklich immer wieder, sich selber zu übertreffen und tatsächlich auch anderen Plattformen. Weil am nächsten Tag hat nämlich Kick.com, ja, wer sonst, gepostet, dass sie ihren Registrierungsrekord innerhalb von 24 Stunden verdoppelt haben, ja. Das ist genau das, was alle immer gesagt haben, so Kick muss nicht mal irgendwas machen, um Leute anzuwerben. Kick muss einfach nur daneben stehen und auf die Uhr schauen, bis Twitch wieder um die Ecke kommt. Hey Leute, Twitch hier, ab jetzt kostet ein Sub eine Niere. Es ist, glaube ich, offensichtlich, dass das einigen Streamern, auch deutschen Streamern, nicht ganz so ins Konzept passt. Und die schauen sich jetzt auch teilweise schon nach Alternativen um. Aber das Ding ist halt, Kick wird halt einfach von der verfickten Gamble-Seite geführt. Da ist halt Blood Money dahinter sozusagen. Bin ich jetzt nicht so ein Big Fan, you know? Ich würde nur auf Kick wechseln, wenn es die einzige Möglichkeit ist, dass ich diesen Job hier weiter ausführen kann. Und das wird eh nicht passieren, weil YouTube Streaming zum Beispiel auch existiert. Doch falls ihr jetzt denkt, okay, Twitch hat einen Fehler gemacht, hat ihn wieder eingesehen und hat jetzt alles wieder gerade gestellt, ja? Okay, niemand denkt so. Weil während die Terms of Service wieder geändert wurden, hat man ganz unauffällig dann nochmal eine Richtlinie mit eingebunden. Wird schon keinem auffallen. Es geht um den Punkt 11, Simulcasting. Bei dem Punkt geht es darum, dass wenn du auf Twitch und gleichzeitig auf einer anderen Plattform streamst, also quasi einen Multistream hast, kannst du dafür von Twitch gebannt werden. Oder Schlimmeres. Nein, schlimmer nicht, ja, aber trotzdem bringt das für einige große Creator Probleme mit sich. Um genau zu sein, haben sie einen Aspekt reingeschrieben, der verbietet jedem Streamer auf der Plattform Multistreaming. Mit der Integration dieses Aspektes ist das, was ich mir seit einem halben, dreiviertel Jahr umsetze, mit dem Team von Live-Archiv, in Frage gestellt. Und das ist ganz schön wild. Das ist wirklich wild. Es gibt meines Wissensstands nach zum jetzigen Zeitpunkt nur eine einzige Streaming-Plattform, die Multistreaming erlaubt. Denn in Gesprächen, die wir die letzten Tage geführt haben, ist uns eigentlich klar geworden, dass nur YouTube zumindest kein Groll gegen
Simulcast Multistreaming hat. Der Rest hat da eigentlich keinen Bock drauf. Abgesehen davon hat Twitch dann noch eine Servicegebühr inkludiert, falls du den neuen Twitch-Vertrag nicht akzeptierst. Das bedeutet, yo, du willst den Vertrag verlängern? Passt, du willst ihn nicht verlängern? Ja. Und damit geht der 6. Juni in die Geschichte ein, als der Tag, an dem alle Streamer dachten, sie müssten jetzt die Plattform wechseln. Außer TJ, der Hipster, ja, da waren wir wieder schneller. Freunde, lasst mich gerne wissen, was ihr von dem Thema haltet. Werdet ihr auf Twitch weiterhin sein oder schaut ihr euch auch schon um nach Alternativen? Lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen, meine Freunde. Lasst mir ansonsten noch gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Für die Leute, die das noch nicht gemacht haben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und damit bis zum nächsten Mal. Ja, es ist wirklich schön.